Im idyllischen Zürcher Weinland liegt das kleine Dorf Berg am Irchel. Hier ist die gemeinnützige Stiftung Paneco zu Hause. Wir engagieren uns seit über 20 Jahren für drei wichtige Anliegen: Naturschutz, Artenschutz und Umweltbildung. Eines unserer Projekte ist die Greifvogelstation gleich nebenan. Hier werden jährlich bis zu 200 Milane, Eulen, Falken und andere Greifvogelarten aufgenommen. Einige sind verletzt oder durch Hunger geschwächt. Andere sind Jungtiere, die aus dem Nest gefallen sind. In der Greifvogelstation werden die Tiere artgerecht aufgezogen, gepflegt und professionell medizinisch behandelt. Sobald sie gesund sind, werden sie zurück in die Freiheit entlassen. Unser zweites Programm liegt nur 2 Kilometer weiter nördlich, dort, wo die Thur in den Rhein mündet. Hier liegt unser Naturzentrum, das Tor zu den Thurauen, dem größten Auenschutzgebiet des Schweizer Mittellandes. Die Besuchenden bewundern hier einen außergewöhnlich reichhaltigen Schatz an Pflanzen und Tieren, wie den Eisvogel, den Laubfrosch, besonders seltene Orchideen, Pirol, Biber und viele andere. Im Naturzentrum erleben unsere Besucher die Natur des Auengebietes hautnah. Wir zeigen ihnen Tiere und Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung und sensibilisieren sie dazu, diese zu schützen. Doch nicht nur die Auenwälder liegen uns am Herzen, sondern auch die bedrohten Regenwälder auf der indonesischen Insel Sumatra. Hier ist die Heimat der letzten vom Aussterben bedrohten Sumatra-Orangutans. Ihr Lebensraum wird immer mehr zerstört, hauptsächlich für Palmölplantagen. Jährlich verschwindet auf Sumatra eine Fläche, die so groß ist wie 1 Million Fußballfelder. Die heimatlosen Orangutans verhungern oder werden getötet. Die so verwaisten Jungtiere werden als illegale Haustiere in kleine Käfige eingesperrt, wo sie unter erbärmlichen Bedingungen leben müssen. Wir befreien die eingesperrten Tiere und pflegen sie in unserer Station. Sobald sie wieder gesund sind, bringen wir sie in den Regenwald zurück und entlassen sie in ihren natürlichen Lebensraum. Jeder freie Orangutan gibt Hoffnung. Denn Artenvielfalt kann langfristig nur gesichert werden, wenn wir alle, ob in der Schweiz oder in Indonesien, für den Naturschutz sensibilisiert werden. Die Orangutans und ihr Lebensraum, die imposanten Greifvögel der Schweiz, das wunderschöne Gebiet der Thurauen, das sind wir. Das ist Paneco.